Zell am See zu Gast in der Vorarlberghalle und die sind laut VU-Coach Michi Lampert ein weiterer harter Gegner. 1350 Zuschauer sehen einen flotten Beginn auf dem Eis. Bahn mit dem Schuss aus der Drehung und aus dieser Situation ergibt sich die erste Strafe des Abends, Vilenius mit dem Stockschlag. In jener Überzahl fährt die VEU lange hin und her, bis Kocera die zündende Idee hat, findet Puschnik 1:0. Ohne Sudek, Stanley und Jenes sind also die übrig gebliebenen Stürmer gefragt. Die Zeller noch mit minimaler Playoff-Chance, spielen gut mit, rennen aber in Minute 9 in diesen Konter hinein. Draschkowitz zu Gehringer, weiter zu Majric, wieder Gehringer mit dem Rebound, das 2:0. Sein vierter Treffer in der Qualifikationsrunde. Im zweiten Drittel kommen die Salzburger druckvoll aus der Kabine. Feldkirch jedoch zunächst mit der Möglichkeit. Danach Lanzinger, profitiert von einer schlechten Annahme von Stückler. Und dann vollendet er alleine der Anschlusstreffer. Starke Phase der Gäste und das ist auch richtig stark gespielt. Sottler für Vilenius, plötzlich 2:2. Bei 4 gegen 4 bleibt Majric energisch im Zweikampf. Janča knallt das Ding an die Bande und Majric zur Stelle, erneute Führung. Danach füllt sich aber die Feldkircher Strafbank. Kocera gesellt sich zu Puschnik dazu. Bei 4 gegen 3 Riesenchance für Zell, Vilenius Pfosten. Nicht weniger brenzlig wird es dann, als auch Fekete runter muss. Lampert mit den Entscheidungen nicht zufrieden. Bahn hat den erneuten Ausgleich auf der Schaufel. Kaffee ist bei 3 gegen 5 da und so wird auch diese Unterzahl überstanden. Im dritten Drittel will Feldkirch dann für klare Verhältnisse sorgen. Schlimmer Fehler von Scherntaner. Majric täuscht an und trifft dann superlässig zum 4:2. Treffer Nummer 11 für ihn in den letzten 6 Spielen. Majric wird kurz darauf erneut in Szene gesetzt, kommt mit viel Tempo und das ist einfach nur klasse. Martin Majric 5:2. Sein fünfter Hattrick in dieser Saison. Danach passiert nicht mehr allzu viel. Feldkirch fährt den nächsten Heimsieg nach Hause. So liegt man 3 Spieltage vor Ende der Qualifikationsrunde auf Platz 1, 4 Punkte vor Fasser. Martin Majric, sehr, sehr wichtiger Sieg heute gegen Zell am See gewesen. Somit Zeller rauskickt aus den Playoff-Chancen. Du wieder mit dem Hattrick. Alles nach Plan. Ja, das mit dem Hattrick, das ist nicht nach Plan, es läuft im Moment einfach. Ich bin auch froh, dass ich der Mannschaft einiges zurückgeben kann im Moment, ja, und dass ich nach der Ausfälle eine Verantwortung übernehmen kann, für die zwei eigentlich, die Abschläge jetzt im Moment draußen sind. 3 Punkte haben wir geholt heute, das war das Wichtigste. Jetzt sind es noch 3 Spiele. Wir haben es in der eigenen Hand und wir werden halt unbedingt ins Playoff. Heute nach dem Spiel, kein Handshake wegen Corona. Wie stark ist der Coronavirus auch bei euch in der Mannschaft, sag ich jetzt mal, als Diskussion? Boah, wir diskutieren eigentlich nicht drüber. Ich habe da jetzt noch nicht so viele Gedanken drauf verschwendet eigentlich an den Virus. Ich kann geschaffen, komme ins Training, tue sonst was. Ich hocke jetzt nicht daheim und überlege mir, was der Coronavirus mit mir anstellen könnte. Ich weiß nicht, ich nehme, wie es kommt. Samstag Linz, Montag Bregenzerwald und Mittwoch den Kitzbühel, die letzten 3 der Qualifikationsrunde. Was erwartest du von deiner Spiele? Boah, so weit. Klingt zwar blöd, aber so weit denke ich jetzt echt noch nicht vor. Jetzt kommt dann am Samstag das nächste Match. Wenn wir dort 3 Punkte, sehen wir, was die Gegner tun und wir schauen auf das Spiel zu spielen. Aktuell zwar noch Tradipartie, Fasser gegen Bregenzerwald, aber Fasser hinten 1:2. Läuft für euch? Ja, das hast du jetzt gerade gesehen, das sind jetzt gerade Fahrer. Für uns wäre es natürlich super, falls Fasser mal eine Punktliga lassen würde. Würde aber auch nicht mehr heißen, als wir das mit von Spiel zu Spiel schauen und schauen, dass wir in jedem Spiel die 3 Punkte holen.